Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Simba. Ja, heute soll es mal so ein bisschen um das Fell gehen von so einem Hund, von so einem Ridgeback. Ohne Ridge, ja, also unserer ist ja hier ein Ridgeless, wie man gerade schön sehen kann. Ja, und bevor man sich über die Fellpflege unterhält, macht es natürlich Sinn, sich erstmal über das Fell selber zu unterhalten, was man da hat. Und ja, wie man schon sieht, ne, der hat sehr kurze, dichte Haare, keine Unterwolle, beziehungsweise nur ganz, ganz wenig. Also keine ist falsch, aber halt eben sehr, sehr wenig. Das wäre auch ja nicht zielführend für eine Rasse, die ja aus dem heißen Afrika kommt. Ne? Das macht dann wieder andere Probleme im Winter, aber da reden wir dann auch nochmal drüber. Und ja, also so haben wir zumindest schon mal das Fell gesehen. Und ja, dann gehen wir mal rein und schauen uns mal so ein paar Sachen an, die für die Fellpflege ganz nützlich sind. Bis gleich. So, dann sind wir also drin. Hundi hat sich abgelegt, ja, den interessiert das gerade alles nicht. Und ich würde dann einfach mal anfangen, hier so ein paar Utensilien vorzustellen. Ja, ich hatte schon gesagt, bei ihm hat man das Glück, dass man die Zecken einigermaßen gut sieht, ja, weil er halt eben ja doch ein recht helles Fell hat und die Zecken sind meistens sehr dunkel und heben sich dann auch ganz gut ab. Nicht immer, meistens ist das aber so. Was wir eigentlich immer machen, also nicht immer, aber schon oft, ja, bevor es dann reingeht, benutzen wir hier dieses Werkzeug. Ja, das ist hier so ein Striegel, so ein Gummistriegel. Ja, ja, ich weiß, du findest das klasse. Er mag das auch gern. Ja, also das ist jetzt nichts, womit man seinen Hund quält. Und später, Schatz, ich muss erst mal zeigen. So, also das ist auch nichts, womit man seinen Hund quält. Das ist also hier so ein Gummiding, das kann man sich hier hinten mit dieser Lasche da so an der Hand machen. Ja, und dann striegelt man damit also den Hund ab, wie beim Pferd. Ja, nicht jetzt, na, nicht jetzt, später. Später, ja, später. So, dann das erste wirkliche Werkzeug gegen Zecken. Ich will es hier mal rausholen aus dieser dämlichen Verpackung. Na, so. Das ist das hier. Das ist so eine Zeckenkarte ist das. Ne? Also man sieht, hier hat man einmal so eine Lupe, um die Zecken zu suchen. Ja, und dann hat man also hier eine Öffnung. Und da, um dann unter die Zecke zu fahren und die damit dann hochzudrücken, auszuhebeln, wie auch immer man das, ja, das nennen will. Ne? Also ich persönlich halte von dem Ding überhaupt nichts. Ich habe immer gedacht, dass das würde hiermit leicht gehen. Das war auch der Grund der Anschaffung von diesem Ding. Ist aber ein Trugschluss, also es geht damit überhaupt gar nicht gut. Man hat oft das Problem, dass die Zecken doch zu klein sind. Also selbst hier für dieses, ich hoffe, man sieht das hier, ne? diese kleine Öffnung da, also selbst da flutschen die dann doch ja, gerne durch. Hier oben, die ist viel zu groß für die allermeisten Zecken. Auch da flutschen die durch. Also nicht so geeignet. Ja. Dann das nächste auf der Liste ist dieses Ding hier. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie eine Pinzette in einem Stift. Und wenn man hier hinten drauf drückt, ich zeige das mal, dann öffnet sich das also so ein bisschen. Und wenn man dann loslässt, dann zieht sich das wieder zusammen. Ja. Ich hoffe, man versteht den Mechanismus hier und sieht das. Ja, und dann soll man damit die Zecke dann rausziehen. Das Problem ist allerdings, also das hält hier vorne nicht sehr gut zusammen. Ja, also es ist im Prinzip ja wie eine Pinzette, die einfach nicht fest genug zupacken kann. Also meines Erachtens auch Schrott. Ja. Keine Angst, also es gibt auch noch Sachen, die funktionieren, da kommen wir dann auch noch zu. Aber also ich komme hiermit nicht klar. Also weder mit dieser Zeckenkarte noch mit diesem komischen Stift hier kann ich was anfangen. So, das nächste, was ich noch hier zu präsentieren habe, ist also das Ding hier. Kennt jeder, ne? Das stinknormale Pinzette. Da gibt es auch spezielle Zeckenpinzetten. Ob die jetzt irgendwie doll anders sind als die hier, weiß ich nicht. Aber das Ding ist, hier hat man eher das Problem, dass man dann zu fest zudrückt und nachher hat man dann quasi das Hinterteil der Zecke raus und der Rest, also sprich der Kopf, der steckt dann noch drin, ja, in der Haut. Ja, also mit anderen Worten, also hiermit kommt man schon mal weiter als mit dem anderen Zeug, ja, also man braucht hier vielleicht auch ein bisschen Gefühl und Übung und alles Mögliche, dann kann das vielleicht auch gut funktionieren. Ich glaube, die Ärzte, wenn man denn zum Tierarzt mit einer Zecke geht, aber ich glaube, die machen das auch mit so einer Pinzette halt. Ja. Last but not least ist dann das Ding, was ich auch empfehle, nicht wundern, das ist schon ein bisschen angekaut hier, wo sieht man das hier, ja. Hat also unser Hund schon in den Mund bekommen und deswegen hat es also hier so ein paar
Spuren hinterlassen. Egal, aber das Ding tut, was es soll. Und zwar sieht man hier vorne, sieht das so ein bisschen aus, auch wie, ja, wie so ein Kugelschreiber, so ein bisschen. Aber wenn man hier hinten drückt, dann öffnet sich das hier, oder beziehungsweise das fährt dann so eine Lasche raus. Ja, sieht man das? So, diese Lasche. Ja, das hebt sich gut ab hier beim Fell vom Simba. Und die legt man dann um die Zecke, lässt hier hinten los, die Zecke bleibt dann da drin hängen und dann kann man die Zecke ganz leicht, indem man da so ein bisschen dreht und natürlich zieht, kann man die super rausholen aus der Haut. Ja, also das Ding ist echt super und auch gar nicht so teuer. Und also ich liebe das. Also seitdem wir ja einen Hund haben, haben wir ja hier relativ viel durchprobiert. Ich habe das ja eben alles gezeigt. Wo willst du denn hin? Jetzt habe ich euch gerade gezeigt, was wir schon alles ausprobiert haben, und da hat sich also dieses Ding hier echt bewährt. Ne? Also ich hasse Zecken, aber mit dem Ding kriegt man die wirklich gut raus. Ja? Jetzt nicht erschrecken an alle zart Beseiteten. Ich blende jetzt an der Stelle mal ein, wie das aussieht, wenn man die Zecke hier mit gezogen hat. Das ist auch eine sehr kleine Zecke. Also mit anderen Worten, dieser große Vorteil, den man hiermit hat, dass man halt auch die kleinen erwischt, die halt bei der Zeckenkarte und diesem anderen Stiftdingen da gerne dann durchflutschen. Oder wo man halt eben mit der Pinzette dann das Hinterteil abreißt und der Rest bleibt in der Haut. Aber mit diesem Stift hier, also ich weiß auch gar nicht, wie das Ding heißt jetzt auf Anhieb, aber ich werde es auf jeden Fall unten verlinken. Und ja, kann es nur empfehlen, ist eine super Sache. Hund ist damit auch zufrieden. Ja, also der freut sich fast schon immer, wenn er das sieht, weil, naja, ist klar, einer beruhigt den so ein bisschen, ja, lenkt den ein bisschen ab, während der andere die Zecke dann hier mit zieht. Und als Belohnung gibt es natürlich immer ein Leckerli, wenn er dann stillgehalten hat. Und ja. Ja, dann war es das im Prinzip auch schon zum Thema Zecken. Ich sitze jetzt gerade da dran, das Video zu schneiden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich auf eine Sache gar nicht eingegangen bin. Es gibt ja auch so Anti-Zecken-Sprays und Anti-Zecken-Tabletten und so ein Kram. Und wir haben an diesen Sprays, also alles, was auf so Biobasis ist, ja, da gibt es so Sachen, die basieren also nicht so krass auf Chemie, sondern das sind halt eben so Bioprodukte. Damit sprüht man dann den Hund ein in der Hoffnung, dass das die Zecken fernhält. Also da haben wir auch einige Mittelchen durch und die haben bei uns gar nichts gebracht. Diese ganzen Sachen, die so Chemiehämmer sind, ja, also egal jetzt zum Einsprühen oder zum Einnehmen, da haben wir keine Erfahrung mit gesammelt. Also die haben wir gar nicht erst probiert. Das wollten wir dem Simba einfach nicht antun. Ja. Und das Zeug muss ja alles einmal durch den Hundeorganismus durch. Und ja, das ist also nicht so unser Ding. Ja. Wir sind auch nicht so die schnell zu Tabletten greifen. Und ja, dann denken wir halt auch für den Hund, machen wir das nicht anders. Ja. Wollte ich nur eben noch ergänzt haben, also diese Mittelchen zum Einsprühen. Bei uns hat es nicht geholfen. Wenn du natürlich da ein super Mittel kennst, ja, also ich würde mich freuen. Also an manchen Tagen haben wir echt so drei Zecken, die wir ihm da rausholen müssen. Und ja, also ich bin da auch für jeden Hinweis dankbar. Das wollte ich eben noch einwerfen. Dankeschön. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht sagt der Simba auch noch Tschüss. Sagst du nochmal Tschüss, Simba? Ciao.